Harter Kampf hat dich entzwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Dolomiten grüßen uns von Ferne in roter Glut zum letzten Lebewohl. Und dann heißt weiter unten, Tiroler Schützen halten dir die Treue, solange ihre Herzen noch erglühen. Meine Damen und Herren, als Vorarlberger Schütze möchte ich das auch auf mich nehmen. Auch wir halten dem Land Südtirol die Treue. Und wir haben nicht vergessen, was vor 100 Jahren geschehen ist. Und ich habe am Anfang meiner Rede auch gesprochen, dass ein tiefer Riss durchgegangen ist. Und dieser tiefe Riss war die Abtrennung Südtirols von Österreich. Und wenn ich, und jetzt komme ich auf die Freunde aus Südtirol, wenn ich gestern die Resolution einiger Landtagsabgeordneten aus Südtirol durch den Sven Knoll, meinen guten Freund aus dem Südtiroler Landtag, erhalten habe, dann steht da drinnen auch zur Autonomie. Und da möchte ich vielleicht auch etwas aus diesem Brief vortragen und dann werde ich noch die Resolution vortragen, dass Sie auch die Menschen hier an den Fernsehschirmen mitbekommen, um was es hier wirklich geht. Da steht drinnen unter anderem in der Begründung, in Italien werden immer mehr Stimmen laut, die behaupten, dass die Südtiroler 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg keine österreichische Minderheit mehr seien und daher auch kein Anrecht mehr auf Autonomie hätten. Die Wiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft für die Südtiroler ist daher eine der wichtigsten Maßnahmen der nächsten Jahre zur Absicherung der Südtirol-Autonomie. Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich habe mich immer sehr stark gemacht für die Doppelstaatsbürgerschaft der Südtiroler, dass die Südtiroler die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn jemand die österreichische Staatsbürgerschaft von außen zusteht, dann sind das die Südtiroler, weil sie sind nicht von außen, sie sind von innen geraubt worden. Und das muss man klar sagen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das wäre ein gutes Zeichen dieses Nationalrates, hier einen Schritt zu setzen und ein Signal an Südtirol zu senden, aber auch an Italien, dass die Südtiroler die Schutzmacht Österreich im Rücken hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese Signale setzen. Dieser Nationalrat wird das wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich werde auch dem nächsten Nationalrat nicht mehr angehören, aber ich appelliere an diejenigen, die dann hier herinnen sitzen nach der nächsten Wahl, dass sie dieses Ziel weiter verfolgen und hier endlich etwas Vernünftiges in diese Richtung vorwärts bringen und nicht nur schön daherreden, meine Damen und Herren. Das ist eine klare Bitte. Und nachdem das Licht schon blinkt, werde ich jetzt schnell die Resolution vorlesen. Da steht drinnen die Resolution, die Abtrennung Südtirols vom Vaterland Österreich und die Teilung Tirols sind ein fortwährendes Unrecht, zumal der Bevölkerung bisher eine demokratische Volksabstimmung verweigert wurde. Punkt 2, gemäß Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte stehen auch den Südtirolern das Recht auf Selbstbestimmung zu. Drittens, die Streitbeilegung präjudiziert in keinster Weise das den Südtirolern zustehende Selbstbestimmungsrecht. Die Streitbeilegung ist nicht die Lösung des Südtirol-Problems, sondern Ausgangspunkt für eine konsequente Weiterentwicklung der Autonomie mit dem Ziel, die völlige Selbstverwaltung und Unabhängigkeit vom italienischen Nationalstaat zu erreichen. Viertens, solange Südtirol noch zu Italien, zum italienischen Staat gehört, gilt es, die Autonomie auszubauen und zu festigen. Die Wiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft für die Südtiroler bildet dafür eine essentielle Grundlage, welche daher im Nachdruck angestrebt wird. Und der fünfte Punkt, die Begnadigung der im Exil lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer ist ein längst überfälliger Akt der Menschlichkeit, aber auch der Wiedergutmachung für den von italienischen Staat begangenen Verbrechen an Südtirol. Und ich glaube, damit können wir es belassen, das wäre die richtige Vorgangsweise. Danke.